Betty und Christian, wir beginnen mit der Verkostung und starten bei Natalia. Natalia, mit welchem klassischen Sonntagskuchen möchtest du uns begeistern? Das Ganze heißt Buchtelicious. Ich bin ja gebürtige Polin, die in Baden-Württemberg aufgewachsen ist. Also verbinde ich Niederschlesien mit Baden-Württemberg mit klassischen Buchteln. Dazu bekommen wir auch noch eine Soße. Ja, eine klassische Sahnesoße. Das Erste, was mir auffällt, ist die Backfarbe. Es ist gleichmäßig, das sieht man auch schön, dass hier diese 7 Teile wirklich alle gleich hoch sind, alle gleich groß sind. Wir werden natürlich nachher erst sehen, ob sie wirklich richtig durchgebacken sind, weil du hast sie auch üppig gefüllt mit dem Pflaumenmus. Die reine Präsentation, es sieht einfach sehr lecker aus. Es ist ganz luftig. Ich gehe davon aus, dass Teigführung auf jeden Fall funktioniert hat. Ich möchte dich gar nicht lange auf die Folter spannen. Es ist wirklich hervorragend gebacken. Dieser wirklich richtig luftige, perfekt gewordene Teig zusammen mit diesem sauren Pflaumenmus und dann die Soße dazu ist für mich eine absolute Harmonie im Mund. Auch die Sahnesoße passt sehr gut zu dem Pflaumenmus drin. Insgesamt eine schöne Einheit, sehr gut umgesetzt. Danke, freut mich. Faisal, erzähl uns etwas über deinen Heimatkuchen. Also meine Heimat würde man sagen, ei gute wie. Ich habe hier keinen Frankfurter Kranz vor, ich habe einen Faisalsche Kranz. Den habe ich ein bisschen abgeändert. Der ist nämlich mit Diplomatencreme eingelegt und gefüllt ist das Ganze mit Aprikosenmarmelade, die ich ja noch mit Minze verfeinert habe. Und drauf sind normalerweise immer halbe Kirschen. Ich habe jetzt ganze eingelegte Kirschen draufgelegt, denn wenn jemand aufs Ganze geht, dann bin ich das. Der Frankfurter Kranz war schon mal eine technische Prüfung, von daher ein hohes Level, hohes Risiko. Optisch ganz klassisch, üppig belegt. Er ist sehr gleichmäßig. Ich hätte mir ihn vielleicht einen Tick noch höher gewünscht. Hier oben die Tupfen sind nicht ganz hundertprozentig perfekt. Ich bin echt gespannt, wie es schmeckt. Ja, ich esse. Die Böen erscheinen mir momentan noch so ein bisschen kompakt. Also da bin ich sehr gespannt, gleich beim Verkosten, wie die sich essen lassen. Schon was zucken sehen? Ich habe nichts zucken sehen. Noch nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, heute sind nicht ganz so happy. Das ist kein Kuchen, der zart und luftig ist und keine Kalorien hat. Also das ist schon eine Ansage. Aber genau durch diese Minze bekomme ich diese Frische und es ist einfach auch verdammt lecker. Der Boden an sich sieht kompakt aus. Er ist aber unglaublich saftig. Gibt dem Frankfurter Kranz, also zumindest deiner Interpretation, ein ganz anderes Mundgefühl. Tipptopp. Vielen Dank. Tausend Dank. Danke euch. Schmeckt, 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 schmeckt. Ich habe einen Himbeer-Nusstraum gebacken. Dazu gibt es eine Quark-Frischkäse-Füllung und obendrauf als Crunch karamellisierte Walnüsse. Die Walnüsse sind das, was als erstes auffällt. Und diese Farbgestaltung mit dem Hellen und dem Rot gefällt mir gut. Es ist eine rustikale Optik, das heißt, es muss nicht perfekt sein, sehr ansprechend. Das sieht tatsächlich sehr einladend aus. Ich freue mich auf den Anschnitt und vor allen Dingen aufs Probieren. Das ist ziemlich hoch geworden. Die beiden Böden sind relativ hoch. Die erste Füllung mit der Quark-Frischkäse ist relativ hoch. Aber es ist alles gestockt bis in die Mitte. Also das, was außen sichtbar ist, spiegelt sich drin auch wieder. Und es duftet. Ich stehe auf der falschen Seite des Tisches. Tja, was soll man sagen, wenn einem die Worte fehlen? Die Böden. Traumhaft, geile Konsistenz. Danke. Mir gefällt, dass du sehr sparsam mit dem Zucker umgehst. Deswegen habe ich diese Nuss, ich habe die Frucht und die Frische von der Creme in der Mitte ist rundum gelungen. Also bei dem Ding lade ich mich gerne selber sonntags zu dir ein.
Vielen Dank. Vielen danke, Dank. Danke. Oh. Mördermäßig. Ja. My cherry pie girl. My cherry pie girl. Detlef, erzähl uns etwas über deine rustikale Sonntagstorte. Ich habe mich für einen Eierlikörkuchen entschieden mit einer Eierlikör-Diplomatencreme, mit einem Wiener Boden, mit Kirschkompott. Also ich hoffe, dass es euch auch schmeckt, aber ich freue mich heute vor allem, dass das irgendwie so symmetrisch aussieht. Mir gefällt die Optik hier oben auch sehr gut, vor allem dieser Glanz. Dazu dann dieses Rauere von diesen Haselnüssen. Man sieht hier unten beim Karamellisieren, ist es dir nicht zu dunkel geworden. Es gefällt mir gut. Vor allem kann man sagen, wenn du zwei von uns dreien mit irgendeiner Zutat catchen willst, dann ist es definitiv der Eierlikör, weil dann glänzen deren beiden Augen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Als du ihn aufgemacht hast, den Ofen, ist der dir ja so ein bisschen eingesunken. Ja. Ich glaube, du hattest vor, drei Schichten zu machen. Ja. Ich kann dir allerdings sagen, diese Diplomatencreme mit dem Eierlikör, die du eingearbeitet hast, die ist wirklich weich. Ich glaube, eine dritte Etage, dann wäre der Kuchen zu instabil gewesen. Gerne ein bisschen Crunch von den Haselnüssen. Jetzt isst die Haselnüsse endlich. Was soll man sagen? Er schmeckt rund. Genau so sollte es sein. Vor allen Dingen auch dieser Eierlikör. Zusammen mit dem Crunch, die Creme, die Kirschen, das Abgebundene, die Säure. Ein wunderschöner Sonntagskuchen. Vielen Dank. Der ist so richtig schön schlunzig. Also das ist so ein Kuchen, wenn es den bei Oma gibt oder auf irgendeiner Geburtstagsfeier, dann wird jeder sagen, weißt du noch, damals auf dem Geburtstag, dieser geile Kuchen, das ist der. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Ah. Oh. Auf der Lüneburger Heide, in dem wunderschönen Land, Valerie. Ich komme ja aus Norddeutschland und da ist sonntags der Hit Buchweizentorte. Und Buchweizenmehl ist echt eine Zicke, ne? Deswegen habe ich, clever wie ich bin, ein Getränk und eine Quark-Sahne-Creme dazu angerührt. Dann ist noch ein Fruchtgelee drin. Heidelbeere passt nämlich sehr, sehr schön dazu. Und ich bin echt gespannt auf den Anschnitt, weil Buchweizenmehl ist besonders. Bei dir auch eher eine klassische Torte. Das ist jetzt nicht so high-end. Man sieht, hier ist es jetzt so ein bisschen schon runtergerutscht. Dann müsst ihr schnell anschneiden. Obendrauf karamellisierte Haselnüsse. Ich glaube, das Karamell hätte noch einen Tick länger tatsächlich kochen können, um die richtig perfekte Farbe zu haben. Mir gefällt es von außen. Also im Anschnitt sieht man, die Böden sind stabil. Es ist für mich auch ein schönes Verhältnis von den Böden zu der Füllung. Und jetzt freue ich mich einfach auf den Geschmack. Mahlzeit. Was dir wirklich wunderschön gelungen ist, ist die Kombination aus dieser Quarkcreme mit den Heidelbeeren. Es ist unfassbar stark. Die Böden sind ein bisschen trocken. Buchweizenmehl kann man natürlich nicht eins zu eins für Weizenmehl ersetzen. Aber die beiden anderen Sachen, da würde ich 0,0 verändern, weil die sind zusammen ziemlich gut. Ich mag das Geschmacksbild. Wenn dann noch die Böden ein bisschen griffiger sind und nicht ganz so trocken, dann ist es eine komplett runde Sache. Vielen lieben Dank. Sehr gern. Hadi, was verbirgt sich hinter deinem Sonntagskuchen? So, grüezi wohl, das ist der Schwitz und dann haben wir jetzt hier den Hardy rustikale Nusstorte. Ich habe jetzt hier einen Mürbeteig mit ein bisschen Nüsseli. Mehr ist da eigentlich gar nicht drin. Optisch lächelt einen die Backfarbe an. Obendrauf wirklich rustikal. Hier ist ein ganz kleiner Huppel. Ansonsten ist für mich aber in Ordnung. Der Mürbeteig sieht für mich sehr gut aus und ich bin sehr auf den Geschmack gespannt, weil das ist das, glaube ich, das Wichtigste bei dieser Torte. Ja, in der Einfachheit liegt definitiv die Genialität auch. Außen kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, ist wunderschön.
Bei dem Anschnitt sieht man hier oben den Mürbeteig, hier unten den Mürbeteig, dazwischen die Füllung in einem schönen Farbton. Ist durchgebacken auf jeden Fall. Es läuft nichts aus. Es riecht sehr schön nach gerösteten Nüssen. Dieser Karamellduft steigt hoch. Man sieht hier wirklich wunderschön diesen Karamell. Und das ist wirklich große Kunst, den so zu kochen. Alle Konsistenzen sind genauso, wie sie sein müssen. Ist auch genau das richtige Verhältnis zwischen Mürbeteig und Füllung. Der Schweizer würde jetzt sagen, ist hure geil. Ich kann nur sagen, vielen Dank. Danke euch. Yeah!